Ein wunderschön. Willkommen zurück zu Resident Evil 6 zusammen mit Chicky Bulk. Was hast du denn da in deinem Arm kleben? Ah, das wuchert da ein bisschen so raus. Nicht beachten. Na gut. Das geht wieder weg, glaube ich. Wir waren in der letzten Folge hier ein bisschen arg beschäftigt. Oh, ich kann so ja das Rad. Ein bisschen, anfassen. Aber nur. Genau. Guck mal hier. Oh. Mein Gott. Wahnsinn, was ist das denn allein hier alles? Hättest du es nur nicht aufgekriegt. Oh, oh. Oh, oh, oh. Müssen wir wieder rennen? Ja. Oh, Kameraperspektive. Los, weiter! Ja. Ich hasse so eine Perspektivenwechsel. Mach kaputt! Ich komme! Ich kann bloß nicht so schnell! Du komm, Piers. VVV. Du steuerst dich wie ein Stück Brot heute. Was ist jetzt hier passiert? Ich weiß es nicht. Ladevorgang? Abgestürzt bin ich nicht. Captain, lass mich hier. Piers. Ich werde zu dem, was ich nie sein wollte. Gehen Sie. Nein, alles wird gut. Komm. Wir haben es fast geschafft. Genau. Eitert irgendwas aus meiner Stirn. Wir sind hier gleich aus deiner Stirn, das ist ekelhaft. Ja. Ich glaube. Es ist zu spät für dich. Konzentrier dich. Endlich. Konzentrier dich, Piers. Los geht's, Piers. Wir hauen hier ab. Was? Was zur Hölle? Geh da rein! Nein, Tür! Es musste sein! Tun Sie das nicht! Öffnen Sie die Tür! Hören Sie auf mich! Machen Sie weiter, Captain! Ich kann keine von ihr fliehen! Es bleibt noch Zeit! Was machen Sie denn? Nein, Piers! Nicht! Sie können noch fliehen! Tschüss! Mach doch die Tür wieder auf, bitte. So gerne. Ich dachte, er atmet gerade aus. Das erinnerte mich gerade an Star Wars. Ja, irgendwie schon. Kapseln abhauen. Oder an Spaceballs. Och, Piers, warum tust du das denn? Tja, ich hab mich hier in diesen Bunker hier verliebt halt. Ja, gleich macht's Peng. Ja. Verdammt. Was? Och, nö. Ist die schon da? Kann doch nicht sein. Oh, da hast du mir aber nochmal den Arsch gerettet. Ja, hast du meine Spritze gesehen? So eine Elektrizität hier. Oh ja. Da habe ich aber lange für aufgeladen. Boah, voll fett. Ich bin nicht fett. Nein, also. Die Sonne scheint. Als wäre nie etwas passiert.
Und wer kommt dich jetzt abholen? Keiner. So Titanic-mäßig erstmal ertrinken. Für dich werde ich bis zum Ende meiner Tage bei der BSAA kämpfen. Für wen? Na, für ihn, also für mich. Ach so. Ja, ja. Und da kommt der Hubschrauber. Und wer sitzt drin? Ada Wong. Nein, wir werden es nicht erfahren. Erst in der letzten nächsten Episode wahrscheinlich. Mist. Müssen wir es doch noch zusammenschneiden, was? Ach, Quatsch. Kannst du als Einzelfolge dann hinten dran lachen? Ja, aber selbstverständlich. Eine halbe Stunde später so, oder eine Stunde später, wa? Ja, das waren dann Chris und Piers. Ja, der arme Piers, aber... Ist auf jeden Fall actionreicher gewesen als die letzte Episode. Na, ist ja auch die Action-Episode zwischen den beiden, ne? Also wir hatten ja vorher die Puzzle-Episode. War das Puzzle? Naja, also so. Aber das war jetzt mehr so Ego-Shooter-technisch mäßig. Ja, aber was überhaupt nicht ging, das waren diese Quicktime-Event, ich muss wegrennen-Szenen. Also. Ja, das war wirklich schlimm. Ich glaube, deswegen haben sie auch gesagt, im siebten Teil gibt's das nicht mehr. Ja, ich glaube, da haben auch viele darüber gekotzt, oder? Über und wieso? Und warum kann ich diese Sequenz hier nicht überspringen? Weil du abmoderieren musst, deswegen kannst du es nicht. Ach so! Ja, aber wir haben ja noch nicht abmoderiert. Nein, wir sind aber mittendrin. Aber jetzt mal zum Ernst. Diese Action-Event-Geschichten, an einigen Stellen sind sehr schön, aber diese Wegrennszenen, also in der einen hat man es ja wahrscheinlich gemerkt, da war ich echt wirklich kurz davor, hier alte 4 zu drücken. Ja. Es braucht einfach mehr Kontrollpunkte, glaube ich, ne? Ja, einfach mal zwischendurch mehr Kontrollpunkte, dass man so, wenigstens geschafft. Und wenn du jetzt stirbst, egal wie schwierig das ist, ist vollkommen egal. Du willst ganz genau, kommst du mindestens 2 Meter weiter, hast du einen Kontrollpunkt. Aber das war so, also Hals, ja. Aber letztendlich, Es trübt halt den positiven Gesamteindruck, den man doch schon haben könnte bei dem Spiel. So diese Kleinigkeiten. Na? Ja, ne? Ich meine, nichts gegen die Quicktime-Events. An einigen Stellen mögen sie ja wirklich passen. Aber ich denke mal, der Hauptverursacher von diesen Szenen sind diese dämlichen Kameraschwenks und die damit verbundenen Steuerungsänderungen. Ja? Also, man musste mal gucken, in irgendeiner Szene, ich habe wirklich ungelogen immer in die Richtung gedrückt, wo er eigentlich rennen sollte. Und das ist ja eigentlich von der Kameraperspektive genau richtig. Und er fängt auf einmal an, genau in entgegengesetzte Richtung zu laufen, weil der halt ständig am Umschwenken ist. Ja, das ist total nervig. Das ist Banane, aber okay. Ja, ist es geschafft jetzt an der Stelle? Können wir uns ein Bietchen ranmachen mit dem Zeichen? Jawohl. Du hast die Action-Sequenzen bestanden. Definitiv. Ansonsten, also ich fand, wie gesagt, der arme Pierce, also storymäßig fand ich es wirklich gut, wenn gleich auch an einigen Stellen ein bisschen zu dick aufgetragen, so USA. Das liegt aber halt am Charakter, ne? Ja, das ist halt, weil es so die Rambo-Manier ist, so, oder die Dolph Lundgren oder wie sie alle heißen, Arnie Schwarzenegger. Hat mir bisher beides gefallen, also ich bin mal gespannt auf die nächste, das nächste Team. Ja, genau, das nächste Team. Also, beide zusammen waren immer noch weitaus besser als Teil 5. Ja, und auch wenn, eigentlich ist selbst nichts besser als Resident Evil 5. Das also, ist schlimmer auch nicht, aber also das sind jetzt definitiv Welten dazwischen, in meinen Augen. Lichtjahre. Weil da sind einige Sachen verbessert worden. Also, stell dir mal vor, du hättest noch die Schusssteuerung aus Resi 5. Boah, hör auf, da geht ja gar nicht. Nee, also von wegen mal ein bisschen laufen beim Ziel. Nein. Hallo. Das wäre nicht drin gewesen. Nee. Was waren eigentlich bisher deine größten Hassgegner? Muss man ja mal fragen. Die Hassgegner? Ja. Jetzt bei Resident Evil 6. Ja. Eigentlich habe ich keine Hassgegner. Ich finde die eigentlich alle ganz cool und vor allem, weil du sie zur Not auch einfach umlaufen kannst. Du musst sie nicht killen, also finde ich cool. Also meine größten Hassgegner waren bisher, also ich habe 2.
ist egal welcher Charakterklasse, also welcher Typus, die mit dem Sniper und die mit dem Raketenwerfer. Okay. Das sind meine größten Hasscharaktere. Ja. Also wenn dann auch nur die mit dem Raketenwerfer, weil die einfach arschig sind, dich umhauen und dann liegst du da erstmal. Also, Ja, auch wieder wahr. Was ist denn da? Ach, da sagen wir gerade, wie heißt der? Tatsuhiki Takahashi? Wie hieß er denn? Finn. Da sagen wir gerade Finn lebt wohl, da in dem Bild. Also bei mir greifen wir gerade durch die Absperrung, ja, die Ada Wong runtergelassen hat. Ja. Und jetzt wird geschwenkt und jetzt sind... Ach, das ist Ada Wong. Das ist die falsche Ada Wong. Wir haben es ja jetzt schon festgestellt, dass es zwei gibt, ne? Ja. Ja, weil unterschiedliche Klamotten. Unfassbar. Unfassbar. So schnell kann sie sich nicht umziehen. Das geht nicht. Und vor allem ist sie ja schon tot und ist an anderer Stelle wiedergekommen, ne? Ja, das eine scheint ja dann... ist das ein Klon oder wurde sie da irgendwie genetisch verändert? Ich habe keine Ahnung. Also wahrscheinlich... wir haben ja bloß geguckt, dass sie unten liegt und blutet. Ja, ja. Vielleicht waren wir es ja selber, also Ada, die dann wieder so wie unser liebstes Monsterchen hier gerade zum Schluss, einfach so, ne? Ja. Okay. Ah Mist, meine Trillerpfeife ist weg. Hab mir ein kleines Kind weggenommen. Oh nein. Naja. Ich denke mal, es wird sich in der nächsten Staffel klären. Also die nächste Staffel, da wird es ja Weskers Sohn und wie heißt der? Sherry Lady sein. Ja. Und du nimmst Sherry Lady, hat man ja gesagt, ne? Ich bin Cheryl, ja. Na dann werde ich Wesker sein. Also Weskers Sohn. Also Jack Beauregard. Nee, wie heißt der Jack? Bauer. Also, Bauer, ja. In 48 Stunden. Ah nee, 24 waren es. Ja. Da muss ich noch das Thumbnail machen, fällt mir noch ein. Dann. Aber nun gut, wir haben jetzt schöne, geschmeidige, ja, 5 Folgen rausgekriegt in dieser kleinen Sitzung. Das ist okay dafür, dass wir so dass spät wir angefangen haben. Blauäugig hier reingegangen sind, genau. Und, also war jetzt nur ein Zwischenfazit. Wie immer, aber ich sehe dem Ende positiv entgegen. Wir sind noch lange nicht am Ende. Aber nee, wir haben die Hälfte des Spiels. Die Hälfte haben wir. Cool, cool. Ja, weil wir haben ja, wie gesagt, den Wesker-Sohn und Sherry Lady. Und dann kommt ja noch die Story um Ada Wong. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das Spiel, also dass die nächsten Episoden irgendwie langweilig werden könnten, weil sich das abnutzt. Was meinst du? Also, ich sag mal, was stattfinden wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, sind das Treffen bei Simmons. Ja. Und das, wobei das ist ja nur eine Sequenz. Und es wird das Treffen sein, jetzt hier den Fahrstuhl, wo wir hochgefahren sind mit zu viert. Boah, diese Musik. Ja, ja, Weißt du, wo wir mit, den anderen beiden hochgefahren sind. Ja, richtig. Das wird eine gemeinsame Szene werden, denke ich mir mal ganz stark. Und wir werden mit den beiden alle anderen 4 Charaktere treffen. Wir werden beim Flugzeugabsturz dabei sein und wir werden noch irgendwo anders dabei sein. Naja. Ja. Ja, Wiedersehen von alten Freunden, wie man so schön sagt. Nehmen wir ein bisschen Mancherie mit und dann passt das schon. Sherry ist ja dabei. Die kleine Sherry. Genau, Sherry. Special thanks for use of the Left 4 Dead 2 Content. Wusstest du eigentlich, dass Left 4 Dead 2 auf dem Index stimmt? Nö. Ich habe ja heute mal geguckt auf die rote Liste, ja. Und Left 4 Dead 2 steht auf dem Index, genauso wie Left 4 Dead 1. Aha. Jo. Das verstehe ich nicht. Ja, ist auch noch nicht runter. Weil ich hatte geguckt, ob hier so, weiß ich nicht, Dead of Daylight oder sowas schon auf der Liste ist oder so. Und, ja, da sind auch Spiele drauf wie Wolfenstein. Die sind auf der Liste, die sind immer noch nicht runter. Das ist so laut, ne?
Ja, das wird immer lauter, habe ich das Gefühl. Dreh schon immer meinen Lautstärkeregler selber runter, damit ich danach nicht so schreie ins Mikro. Naja, Aber wir sind schon am Ende vom Abspann. Danke fürs Spielen, genau. Danke fürs Zusehen. Capcom hat das alles produziert. Wuhu! Wuhu, Capcom! Wuhu! Oh. Ich hab einen Hörsturz. Ja. Irgendwie. Jetzt. Und jetzt ist leise, ne? Naja. Jetzt kommt, müsste der Ausblick kommen, was in der nächsten Folge geschieht. Echt? Weiß ich nicht. Nö. Bleibt jetzt Capcom stehen hier oder was? Nee, jetzt verschwindet's. Was kommt jetzt? Na, Titelmenü. Klick, klack, klick, klack, klack, klack. Unsere Bs und As und so weiter. Oh, was ist das denn? Nein, das ist doch nicht. B, du säufst wieder. Ah, du isst das Schnitzel jetzt blutig. Lecker. Na, da kommt doch jetzt jemand. Na? Captain. Pierce. Wir haben neue Befehle. Nicht Pierce. In Ordnung. Sein neuer Schützling? Dann verlieren wir keine Zeit. Ja, Sir. Und du hast nicht den Dienst quittiert. Natürlich nicht. Hallo? Ich tue es für Pierce. Ich tue es für die gesamte Menschheit. Ja. Yeah. Ich gehe ins Licht. Dum, dum. USA. Resident Evil. Das mit der Giraffe werden wir doch bestimmt auch noch rauskriegen, oder? Was das so bedeuten hat. Welche Giraffe denn? Na, die 6 ist doch eine Giraffe. So. Ja. Hast du es doch nicht mitgekriegt? Nee. Dass die 6 eine Giraffe ist aus Spinnenweben? Echt? Ja. Ja. Guck, ich glaube, du erzählst gerade Unsinn. Nein. Ja, 10 Kopfschüsse durchgeführt. Ja, geh mal hier auf Spiel beenden, dann können wir das mal eben nachprüfen. Sie haben sich von ihrem Partner verabschiedet. Ach so? Warum hat er eine Schüssi gesagt? Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie. Speichern beendet. Okay, ja, damit ist das Kapitel gespeichert. So, wo sehen wir denn die Giraffe? Hier, wenn man auf... Ja, stimmt. Ja. Das könnte eine Giraffe sein. Ne? Wo bist du jetzt raufgegangen? Einfach Escape gedrückt. Ach, nochmal eine Stufe zurück. Genau. Das ist eine Giraffe mit Spinnenweben. Das könnte aber auch irgendwie ein Smiley-Gesicht sein, das nur ein Auge hat und einen aufgerissenen Mund und da oben irgendwie eine Antenne auf dem Kopf. Also, ja, dann könnte auch ein abknickender Stinkefinger sein. Also, Unglaublich. Nein. Es könnte auch ein Penisbruch sein, das weißt du doch nicht so genau. Aber für mich ist es eine Giraffe. Ich glaube, das nennt sich auch Giraffe. Das Ding. Ja, wahrscheinlich, weil es gerafft ist. Ja, Gaddafi, Giraffe, irgendwie sowas in den Dreh. Gut. Ich drücke beliebige Taste und werde dann mich verabschieden, glaube ich. Ja, ich auch. Bis dahin, bis zur nächsten Episode, wie auch immer. Lululu, tschüss. Tschüss.